Von filigraner Technik kann hier nun wirklich nicht die Rede sein. Doch Rastas Austin Hollins hat das Schälen der Süßkartoffeln immerhin so gut drauf, dass ein Einsatz gegen Braunschweig nicht in Gefahr ist. Beim Kochevent im Haus Uptmoor in Lohne haben alle im Team reichlich Spaß. Vorfreude auf selbstgemachte Pommes, Burger, Kartoffelsuppe und Kürbiscreme. Auch bei Austin Hollins zu Hause bleibt die Küche selten kalt. Also ich koche am liebsten jede Menge Pasta. Da kann man schön variieren mit den Soßen zum Beispiel. Und das geht mir auch recht einfach von der Hand. Wenn ich mir dann mehr Zeit nehme, bereite ich auch gerne Hähnchenfleisch und auch Rindersteaks zu. Richtig gerne esse ich auch Macaroni mit Käse. Noch besser als am Herd ist Rastas Nummer 20 auf dem Parkett. Beim Auswärtssieg in Weißenfels war der 26-Jährige einer der Erfolgsgaranten. Der US-Profi, im Sommer aus Gießen nach Vechta gekommen, überzeugte mit 5 von 9 getroffenen Dreiern. Einer davon Sekunden vor dem Ende zur Verlängerung. Und in der Overtime machte Hollins sogleich ein End-One, Raster ging entscheidend in Führung. You know, it wasn't the best game. Es war jetzt keine Glanzleistung, wir haben schließlich 100 Punkte kassiert. Aber weil wir gewonnen haben, waren das natürlich tolle Momente. In der Crunch-Time, dann, wenn es wirklich zählt, versuchst du einfach alles Mögliche, um zu gewinnen. Du willst den Sieg so sehr, in jeder Sekunde. Wir haben auf jeden Fall gut gekämpft und uns dafür belohnt. We were able to pull it up. Mit 15,3 Punkten ist Hollins zusammen mit TJ Bray derzeit Rastas bester Scorer. Seine Dreierquote liegt bei guten 35,5%, geht aber noch besser. Was bei den Fechtern allgemein besser werden muss, ist die Ausbeute beim Rebound. Nur 30 Boards im Schnitt pro Spiel, zu wenig. We are working on it. Wir arbeiten daran, und zwar nicht erst jetzt, sondern schon seit dem ersten Tag der Preseason. Dass noch nicht so viel dabei herumkommt, liegt keinesfalls an mangelndem Einsatz. Das Team kämpft. Manchmal liegt es an verbesserungswürdigem Timing. Wir werden das noch hinbekommen. Am Sonntag um 15 Uhr geht's gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Das Team um BBL-Star Scott Etherton lechzt nach heftigem Auftaktprogramm auf den ersten Sieg. Zuletzt war man ganz nah dran, doch Bayreuth verhinderte praktisch in letzter Sekunde den Erfolg der Löwen. Bei Rasta ist somit klar, dass niemand den Tabellen-17. Auf die leichte Schulter nimmt. Oh, most definitely. We can't underestimate. Oh, ganz sicher. Wir sind überhaupt nicht in der Position, irgendjemanden zu unterschätzen. Braunschweig hat eine gute Mannschaft, auch wenn die Tabelle gerade etwas anderes sagt. Sie sind eine physisch spielende Mannschaft, eine der härtesten der Liga. Wir müssen sehr bereit sein für diese Partie, taktisch und physisch. Nur so werden wir gewinnen. That's the only way we'll come out here with a win. Wenn das Ergebnis am Sonntag so ausgesprochen gut ist wie nach der Kochshow am Montag, werden in jedem Fall alle Zuschauer sehr zufrieden nach Hause gehen. Tickets für Rasta gegen Braunschweig gibt's noch auf www.rasta-fechter.de. Alle Spiele der Easy Credit BBL live bei Telekom Sport.